Also Monster Farm steht, funktioniert. Wir haben unseren ersten Creeper-Kopf. Wunderbar. Gut, dann machen wir hier mal weg. Dann wollten wir ja Fluid Mixer machen. Und einen Fluid Mixer brauchen wir Compressed Iron. Compressed Iron B war ja am Start, ne? Die müsste jetzt eigentlich schon ein bisschen was gemacht haben, oder? Haben wir Compressed Iron B Nectar Block? Haben wir den schon gemacht? Weiß nicht, dann haben wir, glaube ich, ne? Haben wir, glaube ich, gemacht, ja. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall eine ausgewachsene Compressed Iron B und müssten den ersten Compressed Iron auch schon im Inventar haben. Und dank des Magnetes geht uns auch nichts mehr verloren, weil es direkt eingesaugt wird. Muss nicht mehr rumlaufen wie so ein schwieriger LSD-Hause. Das kommt direkt ins Inventar. Es ist Nacht. Oder willst du mir sagen, dass es Tag ist? Ist doch dunkel. Oder bin ich jetzt total schlecht drauf? Wir mal hier runter? Nee. Gehen wir nochmal runter? Gehen wir nochmal runter. Holen wir uns nochmal ein bisschen Gunpowder und dann machen wir uns noch eine zweite Compressed Iron B. Debitor? Ist das Debitor? Ja, wir haben Debitor zu Besuch. Hallo Debitor. Schön, dass du da bist. Krieg ich deinen Kopf? I want to have your head. Nein, kein Kopf. Da bist du mal kurz nicht da und dann das. Nein, 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 nein. Wer wird denn gleich in die Luft gehen hier? So. Zwei TNT. Ein Skelettkopf. Ja, nice. Geht doch. Nicht gleich so. Gut, dann können wir auf jeden Fall noch eine Compressed Iron B machen. Machen wir mal. Da unten strebt der Bär, aber wir haben auf jeden Fall alles, um die Slime Bee zu bespaßen. Das ist schon mal nice. So, Skelett, das und das. Aber wir brauchen das Compressed Iron. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Also brauchen wir Eisen und wir brauchen Compressed Iron. Da ist doch der erste. Machen wir das gleich mal in die Centrifuge. So, Compressed Iron. Da haben wir es. Gut. The first explosion of many. Ja, wahrscheinlich. Pneumatikkraft ist nämlich das Ding, wo es meistens dann in die Luft geht. Okay, jetzt gehen wir mal Fahrplan. Wir haben Pneumatik frei. Das heißt, wir brauchen das. Das heißt, wir brauchen die Turbinenrotoren. Das heißt, wir brauchen Compressed Iron Ingots. Und die Turbine Blades und die können wir machen, indem wir Gold und Redstone. Gut, das ist kein Problem. Also, dann machen wir uns die Pressure Chamber. Und dann brauchen wir die Pressure Tubes. Die brauchen wir so oder so. Die sind relativ einfach. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Kompressor. Der geht auch relativ einfach. Und um das Ganze nicht in die Luft zu jagen, machen wir hier unseren Safety-Modul. Dann haben wir das alles. Und plus den Fluid Mixer und dann können wir uns endlich Obsidian herstellen und die nächsten Bienen machen. Gut, das wird noch ein richtig schönes Unterfangen. Also Pressure Chamber Interface, brauchen wir Tracer Chamber Wall, dafür brauchen wir Reinforced Bricks. Und die Reinforced Bricks machen wir Reinforced Stone und das ist Stone und Compressed Iron. Das kriegen wir einfach hin, weil Compressed Iron haben wir ein bisschen was da und Stone müssten wir auch noch ein bisschen was haben. So, machen wir mal 16. So, dann brauchen wir hier, kriegen wir 16 raus, das ist nice. Hopper. Dann haben wir die Pressure Chamber Interface. Gut. Haben wir da noch genug? Ich glaube ja. So, und die Valve. Machen wir hier mit und die machen wir mit. Da brauchen wir noch Glas. Dann machen wir uns mal die Valve. Die Pressure Tube meine ich. So rum. Und mit der Valve. Das machen jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen mehr Glas und dann ein bisschen mehr Compressed Iron und dann geht's weiter. Gut, also wir haben den
Pressure Chamber Valve, Pressure Chamber Interface, Hammer. Kann raus. Wall, Hammer. Den Valve, Hammer, vier Stück, reicht. Die Tube machen wir noch mal auf jeden Fall, weil einfach brauchen wahrscheinlich. Deswegen machen wir uns da noch mal ein Set. Einfach sicher ist sicher. So, dann haben wir die auch und dann brauchen wir die Air Compressor und dafür brauchen wir Reinforced Bricks. Dafür brauchen wir wieder Reinforced Stone. So, dann brauchen wir noch ein Furnace. Ist wieder ein bisschen aufwendiger, weil dann ist das so und dann haben wir den Furnace und dann passt das so. Dann haben wir das, dann brauchen wir noch das da und dafür brauchen wir Pressure Gauge und dafür brauchen wir das, und dafür brauchen wir Gold und das kommt 2. Dann brauchen wir das und dann das und dann haben wir das Abflussventil, das ist nicht verkehrt. Dann haben wir erstmal alles, ne? Wir können endlich Diamanten herstellen. Ach, stimmt ja. Wir können ja damit Diamanten herstellen. Neumaticraft steht. Wir haben die Chamber gesetzt. Sie hat ein Interface. Wir können reingucken. Das heißt, wir können das Ganze angucken, was sie gemacht hat. Und jetzt hauen wir mal kurz den Rotor rein. Dafür brauchen wir 3 Blades. Und dafür brauchen wir 6 Redstone und 3 Gold. Die gehen jetzt alles schön hier rein. Hört man so schön, das macht und dann ist gut. Da ist das Zeug drin und jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Machen wir mal 5 Kohle. Jetzt müssen wir nämlich hier Druck aufbauen. Durch die Hitze steigt im Kompressor der Druck und wir brauchen für die Blades brauchen wir einen Druck von ungefähr 1 Bar. Das ist relativ günstig. 1 Bar und zwischen 1 und 5 Bar. Und ich habe sicherheitshalber noch so einen Pressure Tube dran gesetzt. Das heißt, wenn wir 4,99 Bar überschreiten, dann schau, das 4,9 Bar steht hier, dann lässt er ein bisschen Druck ab und dann explodiert das Ding nicht. Weil wenn wir den Druck hier hochjagen, über 5 Bar, dann haut es uns entweder den Air Compressor weg oder im besten Fall nur so eine Tube. Und ja, das wie hier, haben wir das mal. Und er hat was getan. Nein. Hat er noch nicht. Oder schon oder nicht oder da ist jetzt was drin, er lässt was rein, Gold und Redstone ist drin. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass der Druck steigt. Es dauert ein bisschen. Problems, ja, ich weiß, ich bin dabei, jetzt müssen wir nur darauf warten, dass hier drin was passiert. Wir müssen die 1 Bar halt erreichen, da müssen wir ein bisschen warten. Wir haben da oben eine Anzeige Pressure, das heißt, wir müssten eigentlich noch ein paar Kompressoren Kompressoren dran bauen, dann können wir die das Ganze ein bisschen steigern. Können wir nebenbei machen. Währenddessen steigt hier einfach der Druck an. Und dann klatschen wir da nochmal vielleicht 1-2 Air Compressor hin. Material müssten wir ja haben. Haben wir alles noch hier. Schauen wir mal. So, dann haben wir den zweiten Kompressor dran. Und dann hauen wir mal nicht ganz so viel Kohle rein, weil, ne? Aber ein Bar haben wir gleich erreicht. 0,93, 0,94. Schauen wir mal, ob wir was sehen. Ne, wir sehen leider nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Bar. Ah, die sind schon durch. Das ging aber schnell. Da bist du mal kurz nicht da. Und dann das. Das heißt, wir hauen jetzt aber hier auch die Kohle wieder raus, weil wir sind ja erstmal nicht da. No, sicher ist sicher. Ich möchte nicht, dass irgendwas in den Griff geht, aber die Kohle lassen wir mal hier drin. Dann haben wir sie griffbereit. So schaut's aus. Das können wir auch noch raushauen. Und dann sind wir erstmal Kütschicke. Dann können wir uns nämlich den Fluid Mixer machen. Wir brauchen wie viele Tanks? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir noch die Pressure Tube. Die haben wir da hinten liegen lassen. So, Fluid Mixer. Fertig. Braucht er jetzt Druck? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, der braucht auch ein bisschen Druck. Deswegen stellen wir den jetzt mal dahin. Ja. So, und da können wir jetzt Wasser und Obsidian reinschmeißen. Wasser und Lava. Braucht dann so 4 Bar. Oder hat 4 Bar. Hat 4 Bar. Und dann können wir damit
wunderbar Dings herstellen. Obsidian. Und dann brauchen wir nämlich Wasser und Lava. Lava haben wir vorbereitet. Lässt er gerade ein bisschen Druck ab. So, bitte machen, danke. Das heißt, wir verschwenden gerade leider ein bisschen, aber deswegen machen wir jetzt mal schnell was, damit der arbeiten muss. Und da haben wir den ersten Obsidian. Ice Bucket Challenge. Ja, Druck sinkt. Das Ding ist super, weil ansonsten hätten wir jetzt nämlich das System ja ein bisschen überreizt. Reicht nicht ganz. Können schon mal Wasser reinschmeißen. Sobald die Lava da ist, machen wir uns noch den zweiten Obsidian. Und dann kann man nämlich zwei Obsidian und Lava Honeycomb, dann können wir den Bee Nectar Block machen. Und dann brauchen wir Water und Lava. Dann können wir die Obsidian Bee machen. Und dann können die nämlich gleich auch anfangen zu futtern. So, Obsidian, dann brauchen wir noch Lava Bee. Lava, Lava, Lava. Kriegen nur einen. Komm mal her hier. Ich zeig dir mal, wo du arbeiten sollst. Und zwar hier. Das ist dein Job. Just do it. Danke. Der Quartz Grindstone, der war's. Und da müssen wir Diorite reinschmeißen. Das war's. Das konnte ich mir merken. Also, dann machen wir den mal. Der ist günstig. Dann holen wir uns mal ein bisschen Gabbro. Ein bisschen Stone. Machen wir uns mal so ein Wooden Gear. Brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Schaut's aus. Eisen haben wir gerade nicht zur Hand, aber mit Glück. Nickel, Iron. Wow. Okay, wir können endlich Quarz machen. Dafür brauchen wir Diorite. Diorite ist aber auch relativ einfach, glaube ich. Da brauchen wir eine Diorite B oder Diorite Silver. Alchemy Catalyst. Ich gehe gleich wirklich rüber in Nether, wenn das so weitergeht. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr langsam. Okay, andere Ding. Jetpack. Jo, haben wir. Okay, das ist sogar ein Leather Strap. Ein Stone Jetpack. Iron Jetpack. Okay. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Leder. Ein Wood Capacitor. Brauchen wir eine Wood Energy Cell. Okay. Basic Coil. Brauchen wir auf jeden Fall überall Eisen. Und dann so ein Thruster und dann fertig. Und dann bitte einmal ein Wood Jetpack. Reicht nicht ganz mit dem Holz. Hätte mich auch gewundert, weil normalerweise sollte ich ja genug Holz dabei haben. Und wir haben ein Wood Jetpack. Juhu. So, und für ein Stone Jetpack haben wir den ganzen Spaß nochmal. Was haben wir noch? Achso, ja, wir wollten noch den Quartz Grindstone machen, ne? Brauchen wir Cobblestone, Eisen und Stone. Cobblestone habe ich. Stone habe ich. Dann machen wir den da. Wenn wir jetzt nämlich an Diorite rankommen, dann können wir den da reinschmeißen. Und dann kriegen wir Quartz Dust raus. Und dann haben wir das auch. Juhu, dann haben wir das auch abgehakt. Den können wir auch abhaken. Achso, ja, das Ding müsste jetzt auch langsam voll sein. Naja. So. Das können wir. Können wir das auf Back legen oder so? Nein? Okay. Okay, müssen wir mal kurz gucken. Toggle Engine ist V. Toggle Hover Mode ist G.
Okay, was haben wir denn hier? Toggle im Engine, Chest Mode Switch. Okay. Okay. Ah. Okay, also H ist Hover Mode. Und dann gibt es auch kein Hour. So, und wie schaut's aus? Und Verbrauch ist schon schnell. Wow. Das ist nicht so geil. Beim Bauen super wäre super gewesen, aber wow. Also wir müssen auf jeden Fall mindestens auf die nächste Stufe, das ist alles nichts. Ja, also mit dem kommen wir auf jeden Fall weit, würde ich sagen. 800.000 FI. Ja, das sollte reichen. Und das Nether-Portal. Das hauen wir. Ich meine, wir werden es irgendwann wahrscheinlich umsetzen. Aber das hauen wir jetzt einfach mal dahin. Dann bräuchte ich einen temporären, bitte. Danke. Und dann machen wir uns mal das Inventar leer, beziehungsweise da haben wir noch mal das Redstone durch. Das Eisen haben wir damit rein. Und das Gold kann man auch mit durchjagen. Dann Cobblestone kann raus, Slabs kommen mit, weil sicher ist sicher. So, das kann raus, Redstone da raus, Compressed Iron Honeycomb kann dahinter. Okay, den Bucket. Ich hatte gerade eine Chest. Ich weiß nicht, wofür ich die Chest hatte, aber ich stelle sie jetzt einfach mal dahin. Und da kann das rein. Den nehmen wir mal mit. Torches brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Den Schaber brauchen wir nicht. Bogen nehme ich gerne mit. Nicht den da, sondern den da. Und dann haben wir nur noch ein Flint und ein Steel. In dem Fall Iron. Flint, Flint, Flint. Und ein Eisen, bitte. So, wie schaut's aus? Ist das Ding voll? Noch nicht ganz. Hälfte. Egal, wir gehen schon mal rüber und gucken uns den Spaß an. Ich meine, mit 400.000 kommen wir auch eine ganze Ecke weit, so ist nicht, aber ja. Und 3, 2, 1. Wir sind im Nichts. Und wir sind im Basalt. Das ist Basalt, oder? Ja, Basalt. Nein. Warum? So. 32 Chunks. Lass jetzt mal was kurz zu tun. Ja, das sieht doch gut aus. Darüber. Dann, naja, gut, das ist am Ende vom Basalt. Damit kann man leben. Ja, hallöchen. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter und werde natürlich voll begrüßt.
Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut, 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 ist ja gut. Bei der Luft kommt raus. Hm? Ich sterbe gerade. Okay. Ah, frisst trotzdem relativ viel Saft. Aber merkt ihr, dass die Platte nicht so mit dabei ist von der Rüstung her. Das heißt, wir werden auf jeden Fall. Da ist es. Jetzt nicht sterben, nicht abstürzen oder so. Bitte nicht ins Void. Danke. So, ich gehe jetzt mal rüber. Lade es nochmal auf. Dann bauen wir uns mal eine ganze Ecke näheren. Alter, sind das viele Wither-Skelette auf der Karte. Wahnsinn! Und schon sind wir da. Er schießt von wo? Ist ja scheiße, wenn man nur zwei Chunks nimmt. Das ist dann zwar geil wegen der Spawn Rate, aber ansonsten nicht so geil. So. Aber auf jeden Fall ein Kopf. Wurderskull-Fragment und ein Wurderskull. Alter. Bist du Sniper oder was? Danke. So. War ein bisschen. So. Die erste Blazing Hammer. Ah, jetzt könnten wir uns eigentlich eine Blaze DNA machen, ne? Und zwar bei Start. Die Blaze DNA können wir uns machen mit 4 Blaze Powder. 4 Blaze, wir kriegen 2 aus einer. Wir können natürlich auch Mana Powder. Was? Vier Blaze Powder, Mana Powder. Mana Powder kriege ich aus. Nämlich Redstone. Moment. Moment. Ist das Rezept neu? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gab es ein Update? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Moment, ich muss mal kurz meinen Loot ablegen und dann will ich das mal sehen. Ja? Das Rezept ist doch neu. Ja. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Aber gut, wir waren im Nether. Wir haben gegen eine Blaze gekämpft. Wir haben Witherskull. So, das heißt, wir können uns eine Blaze hier spawnen, können sie killen. Wir können uns den Ding machen und dann können wir uns den Apiray machen. Und dann sind wir fein raus. Ist auch nice. Wie gesagt, die kommen ein bisschen verarscht vor. Aber ja. Catalyst. Der Catalyst. Und dann haben wir einen Alchemie-Catalyst. Den können wir jetzt dann da runtersetzen. Und dann können wir Sachen umändern. Wir können jetzt zum Beispiel aus Dirt Cause dort machen, oder was? Ja, super. Nein. Wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Gastier hätten, eine Enderperle herstellen. Könnten wir, theoretisch. Diorite können wir jetzt zum Beispiel herstellen, indem wir Andesite herstellen. Und Andesite können wir zum Beispiel herstellen, indem wir Granite oder Stone reinstellen.
Wir können jetzt Andesite herstellen. Und jetzt haben wir Diorit. Und Diorit können wir jetzt dann hier hinten crushen. Dann muss aber noch wahrscheinlich irgendwas rein, oder? In den Grindstone. Ah, der Wooden Crank. Der muss da rein, hundertprozentig. Zeit auf, du musst da rein. Warum auch immer der nicht wollte. Ja, manchmal muss man das nicht verstehen. So. Ich meine, es ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber. So, drei Cobblestone bekommen. Wuhu. Ganz ehrlich, die Blazebee ist jetzt an dem Punkt eigentlich fast hinfällig. Wichtig wäre nur jetzt mal das Diorit, weil wir noch Quarz brauchen. Aber das schaut's auch gut aus. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Der ist auf jeden Fall schön leise im Gegensatz zu der manuellen Zentrifuge. Die ist ja und der ist so. Man hört nichts. Man weiß aber auch nicht. Oh, guck mal. Was ist das? Lass mal vielleicht noch eine Quartz B. Ja, das wäre cool. Okay, nice. So, Quartz B, Quartz B, Quartz B. Den die Nether B einfach darüber fliegt. Okay, dann machen wir mal Quartz. So, machen wir. So, vier Cobblestone und ein Leaf. Dann machen wir die Obsidian Bee und dann machen wir die Nether Bee und die Nether Bee lassen wir dann auch noch irgendwo drüber springen. Da ist sie, die Obsidian Biene. Ein Obsidian Leiterblock, dann brauchen wir Lava und Obsidian. Gut, das kriegen wir hin. So, dann kriegt die Obsidian Biene auch was zu essen, dann haben wir die auch abgeschlossen. Und dann brauchen wir jetzt die Nether Biene. Das ist eine Lava-Biene und eine Obsidian-Biene, genau. Wir brauchen jetzt die Nether-Bee, das heißt die Obsidian-Bee muss fertig werden. Und holen wir eine Obsidian und vier Cobblestone. Vier Cobblestone holen wir uns mal schnell noch. 1, 2, 3, 4. Und die Nether-Bee braucht als Futter ein Nether-Bee. Und dann brauchen wir Obsidian und Lava, oder? Compressed Netherrack. Und Netherrack kann ich machen, den ich Lava und Redstone in ein No Temperature 1, 2, 3, 4 und zack. Und wir haben eine Netherbee. Ja, weil einen Block habe ich, der muss rüber geflogen werden, dass das Spawner hier entsteht. Und ich brauche zwei Block of Quartz und noch irgendwas. Ich glaube Nether Block oder sowas. Was sind dann so Sachen, die sind wenigstens schon mal erledigt. Ja, leider nicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt leider nicht so oft da, aber wenn wir das jetzt durch haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit safe, dass wir Quarz kriegen. Wir machen das ja alles nur, dass wir an Quarz rankommen. Mehr machen wir nicht. So, Lava, da bist du, oder? Mach mal. Und bitte direkt hier über den Block fliegen, bitte. Das wäre voll nett. Willst du mich doch verarschen, ne? Wenn du jetzt geradeaus drüber fliegst, dann fange ich dich ein und setze dich wieder zurück. Danke. Mehr wollte ich doch nicht. So, wir sind durch. Nether Quartz B ist da. Endlich. Wir haben Obsidian, wir haben Lava, wir haben die Möglichkeit, Blazes zu holen, also brauchen wir die Blaze Bee eigentlich auch nicht mehr. Aber vielleicht machen wir sie noch. Mal schauen. Wir werden sehen. Es ist heute sehr viel passiert. Wirklich viel passiert. Wir haben
einen Haufen Bienen bekommen. Mehr als genug. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Quarz herzustellen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Blaze Powder herzustellen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Diamanten herzustellen. Wir waren im Nether. Umsonst, aber wir waren im Nether. Und ja, unsere Mutfarm ist auch ziemlich gut beieinander, würde ich sagen. Ne? Wir hatten hohen Besuch. Wir haben Debitor getötet. Sorry, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall genug für die Folge. Es ist viel passiert, sehr, sehr viel passiert. Das nächste Mal schauen wir, dass wir mal weiterkommen, dass wir mal hier ein bisschen, ja, keine Ahnung, Storage-mäßig auf jeden Fall vorwärts kommen und ein bisschen durch den Questbaum noch durchrauschen. Ja, auf jeden Fall viel zu tun. Und das waren jetzt auch wieder 7 Stunden. Ja, in diesem Sinne, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, mit au. Und ja, anständig bleiben.